Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio, wo wir ganz, ganz langsam forschen. Ah, da kommen wieder grüne Science-Pakete an. Advanced Material Processing, darauf hoffe ich immer noch. Aber wir brauchen dann noch mehr Eisenerz. Wir müssen definitiv bald ausbauen. Das nächste Eisenerz ist erst da oben. Meine Fresse. Wir haben echt wenig Eisenerz. Das ist so extrem nah dran an den Beitern. Da müssen wir dann richtig fette Verteidigungsanlagen haben, um das verteidigen zu können. Und das heißt, wir werden jetzt hier automatisiert Gun-Turrets bauen. Gun-Turrets sind wichtig. Dafür brauchen wir tatsächlich auch automatische Produktion von Dingens. Iron Gear Wheel. Gun-Turrets. Sie sind schweinemäßig teuer tatsächlich. Was so ein bisschen eklig ist. Ich brauche auch einige. Ich brauche mindestens zwei Splitter. Und mal noch ein paar mehr. Weil was wir jetzt hier machen, ist, wir machen das hier mal kurz weg. Und dann bauen wir hier das Ding. Dann bauen wir das. Obwohl, Moment. Düp, 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 düp. Dann bauen wir hier mal eine Lücke rein. Dann bauen wir hier noch einen Splitter. Moment, das muss ich mal kurz ab. Passen, sodass es wirklich auch schön passt. Langsam schwierig. Ja, ich mache hier jetzt Löcher rein, das ist aber nicht so schlimm. Die werde ich gleich wieder fixen. So. Damit hier die. Obwohl. So. So, ja, hier brauchen wir auf jeden Fall zweimal Underground Belt. So, für Stahl brauche ich wieder mehr Underground Belt. Und dann können wir hier auch das Kupfer unten durchleiten. Und dann müsste wieder alles beim alten sein funktionieren. Und wir werden wieder angegriffen, aber ich renne dann... Okay, diesmal sind sie tatsächlich zum Gun Turret hingerannt. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Und haben ihn leicht beschädigt. Werde ich gleich hingehen. Noch nicht jetzt. Noch nicht sofort. Brauchen wir Eisen. Erstmal müssen wir die Automatisierung von Gun-Turrets machen. Damit wir hier zu irgendetwas kommen. So. Und den Output auch wieder darauf. Ne, wir verwenden wieder dieses Förderband für Eisenplatten und Zahnräder. So, das müsste funktionieren. Das ist jetzt an Strom anschließen. Müssten jetzt eigentlich sofort Gun-Turrets gebaut werden. Es dauert nur ewig. Wir haben sehr lange Crafting-Zeiten, brauchen sehr viele Ressourcen. Und ich glaube, ich will erstmal nur einen Stack haben, weil die echt so viel Zeug kosten. Viel Spaß. Aber wir haben bald fertig geforscht, das ist schon mal etwas. Das ist wirklich schon mal etwas. Und ich glaube, wir werden hier auch gleich die ersten Mauern ziehen. Einfach nur, damit sie den Geschützturm nicht so stark angreifen können. Einfach den Beitern mehr oder weniger... Guckt euch mal an, wie viele das sind. Das sind die Leichen hier. Ein bisschen schwer zu sehen manchmal, aber ja. Einfach nur, damit den Beitern halt so ein Hindernis in den Weg gestellt ist, damit sie nicht so einfach angreifen können. Habe ich schon Mauern dabei? Ich dachte, ich hätte welche aufgenommen letzte Folge. Ach ja, da sind sie ja. Und die sind super einfach zu bauen. Fertig. Das ist eine Mauer. Ziemlich eindeutig, oder? Ne, wo ist er denn jetzt hin? Da ist der Geschützturm hin. Es gibt natürlich Sinn, den Geschützturm direkt nah an der Mauer zu bauen. Was dann halt passiert ist, dass die Beiter halt nicht direkt durch die Mauer können, aber der Geschützturm kann die Beiter halt möglichst früh angreifen. Tore werden dann wahrscheinlich auch relativ sinnvoll, wenn wir jetzt anfangen, Mauern zu bauen. Gun-Turret Damage wäre ganz nett. Wir haben jetzt Green Science, das heißt, wir können allen möglichen coolen Shit erforschen. Bullet Shooting Speed und so ist langsam auch, glaube ich, eine gute Idee. Machen wir mal Bullet Damage. Kostet nur Red Science, aber jetzt ist das, glaube ich, mal so langsam eine gute Idee. Und was ich tatsächlich vorhabe, ist so ein bisschen nervig und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das aufnehmen soll. Einfach nur, weil es mich selber ein bisschen ankotzt, dass ich es machen muss. Aber es ist der effektivste Weg.
es ist der Weg, der für mich besonders während des Mid- und Endgames am einfachsten ist. Und das ist, ich werde mich einmauern. Ich werde komplett turteln. Ich werde wirklich die gesamte Fabrik einmauern. Das ist unglaublich viel einfacher als alles andere, weil die Biter dann halt keine Möglichkeit haben, irgendwie durch eine kleine Lücke in die Fabrik zu kommen und alles kaputt zu machen, sondern sie müssen halt die Mauern durchbrechen. Und das ist halt für die Biter sehr, sehr schwer. Habe ich eigentlich die Musik ausgemacht irgendwie zwischendurch? Oh ja, tatsächlich. Deswegen ist es so still hier. Habe ich das jetzt angewandt? Ja, okay. Sorry dafür. Es war so ein bisschen still. Jetzt besser. Mauern können wir natürlich später auch wieder abreißen. Das heißt, selbst wenn wir uns einmauern, können wir halt später wieder, wenn wir mehr Platz brauchen. Und das ist wirklich ein Wenn. Wir werden irgendwann mehr Platz brauchen. Können wir sie halt wieder abreißen und woanders neu bauen. Kostet ja nichts in Factorio. Was ich sehr, sehr schön finde, weil dadurch der Fokus halt nicht darauf gesetzt wird, dass du beim ersten Mal alles perfekt baust, sondern du kannst halt rumexperimentieren. Und das wird hässlich aussehen wie Sau, aber es gehört so ein bisschen auch zu Factorio dazu. So, da werden wir jetzt halt langsam Geschützturme aufstellen. Achso, was wir auch definitiv machen sollten, ist auf Steel Furnaces upgraden. Wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 mal 2, 24. Das heißt, ich kann die alle 18 craften und wir können dann die herüber plüppen. Die können wir tatsächlich einfach so dragen und droppen drüber und dann werden die alle ersetzt durch die Steel Furnaces. 4 Gun Turrets. Na toll. Was ich jetzt auch bald machen werde, oder sehr, sehr gleich machen werde, ist, diese Kiste hier abreißen und stattdessen etwas anderes machen. Ach du Scheiße, ist das viel. Ich will die Gun Turrets nämlich nicht alle von Hand mit Munition bestücken. Das heißt, wir werden es gleich automatisiert praktisch diese Geschütztürme mit Munition liefern lassen, was sehr, sehr viel Eisen kostet tatsächlich, weil dann unglaublich viel Munition auf Förderbändern rumliegt. Aber es ist so viel einfacher. Es ist für mich halt viel, viel einfacher und es ist halt Factorio-Style. Und das ist auch einer der wenigen Anwendungsfälle, wo ich sage, jupp, hier machen Burner-Inserter tatsächlich mal Sinn. Weil was wir jetzt machen, ist, wir stellen hier einen Gun-Turret auf. Na, sie greifen wieder unseren Geschützturm da oben an und diesmal beschädigen sie eine Mauer. Hey, Mauern sind billig. Und wie wir das machen, ist, wir haben hier einen Burner-Inserter und ein Förderband. Und auf diesem Förderband werden dann Kohle und Munition drauf sein. Und das heißt, der Burner-Inserter kann sich selbst mit Kohle versorgen, wenn er es braucht. Und gleichzeitig halt Munition an den Gun Turret liefern. Super easy. Muss halt nur einmal eingerichtet werden. Tore sollten wir erforschen. Ich versuche jetzt tatsächlich keinerlei Achievements oder so zu sammeln. Es gibt einen ganzen Haufen Achievements in Factorio. Einige sind auch wirklich interessant und wirklich schwierig zu erreichen. Aber daran habe ich jetzt erstmal nicht so viel Interesse. Ich stelle die in etwa so ab, dass sie sich gegenseitig abdrücken können. Falls nämlich mal einer ausfallen sollte, können sie so den Bereich trotzdem irgendwie abdecken. Der Vorteil, wenn man das so baut, mit Burner-Insertern, ist halt, dass man keinen Strom braucht. Und zwar, das meine ich auf aktive und passive Art und Weise. Wenn man halt die gelben Insertern nimmt, die brauchen Strom. Das heißt, man muss überall Strommasten hinstellen. Und wenn die Strommasten zerstört werden an einer Stelle, fallen halt alle Inserter entlang der Reihe aus. Das ist schlecht. Burner-Inserter sind dahingehend etwas robuster. Außerdem, selbst wenn Inserter, die Strom brauchen, nicht aktiv sind, also wenn sie gerade keine Ressourcen bewegen, verbrauchen sie tatsächlich Energie. Burner-Inserter nicht. Wenn die einfach nur rumstehen, stehen sie einfach nur rum. Sie brauchen keinen Strom oder auch keine Kohle tatsächlich. Ich habe so viele Stone Bricks, die könnte ich da mal reinplöppen. Ins Inventar von dieser Crafting-Maschine. So, kannst du die mal umbasteln. Das hier werde ich gleich, glaube ich, auch abreißen, damit wir hier einen schönen großen Bogen rummachen können. Ja, und das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. leider wird das jetzt ein bisschen dauern. Burner-Inserter sind auch billiger zu bauen. Sie bestehen nur aus Eisen. Was ziemlich cool ist. Ja, guckt euch mal an, wir haben tatsächlich langsam Eisen auf Vorrat. No way. Dann kann ich zum Beispiel 100 Burner-Inserter bauen. Hey, warum nicht? So. Steel Furnace, wir brauchen noch 6.
6. Und dafür brauche ich Steel Plate. Okay, cool. So. Achso, das, ja, natürlich erstmal die Inserter, aber naja. Was willst du machen? Achso, jetzt muss ich natürlich auch noch das Förderband mit Kohle und Munition irgendwie bereitstellen. Das können wir auch in der Zwischenzeit machen. Machen wir das so. Bla. Ist ein bisschen krepelig, weil wir werden jetzt durch praktisch die gesamte Fabrik dieses Förderband gezogen haben am Ende. Oh, Förderband ist alle. Und das wird mir immer wieder in den Weg kommen. Aber es ist ja die einzige Möglichkeit aktuell für uns verlässlich. Ah, 400 Transporter, das ist noch. Unsere Türme mit Munition zu versorgen. Später können wir Lasertürme bauen. Die müssen wir nur mit Strom versorgen. Das ist deutlich einfacher. Das ziehe ich einmal hier rum. Einmal durch das Munitionsfeld. Damit müssten wir eigentlich leben können. Taps, 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 taps. Mauern. 58 Mauern. Vielleicht muss ich die Produktion nochmal hochschrauben, weil das geht noch nicht so zügig, wie ich es gerne hätte. Ich baue noch keine Tore, aber Tore können wir auch nachträglich noch einbauen. Kein Problem. Ja, und damit stecke ich jetzt auch so ein bisschen unseren Einflussbereich ab. Ne? Munition. Nicht. Ich will hier die... Ich glaube, ich lege die mir tatsächlich mal auf die Schnellleiste. Jetzt für die Zeit. Tore. Mauern. Hätte ich nicht machen müssen. Geht ja auch so. Und dann kann ich die hier festpinnen. Einfach nur, weil es dann ein bisschen zügiger geht. Achso. Umschalt. Genau. Oh! Hey! Ich bin halt gut und weiß genau, wann die weiter angreifen. Okay, cool. Achso, nee, die Munition kommt tatsächlich von oben, nicht von unten. Ja, wir müssen auch noch Kohle raufpacken. Aber das ist ja relativ easy. Wir machen einfach da noch einen Splitter ran und lassen da die Kohle raufführen. Das müssen wir noch anständig machen, aber das geht schnell. Machen wir das doch einfach so, so und dann haben wir wieder von zwei Seiten. Dann habe ich, glaube ich, hier eine Ecke vergessen. Klöpp. Wir können jetzt mal die, wenn wir schon mal wieder da sind, können wir mal die Öfen upgraden. Plöpp, 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 plöpp. Und plöpp, 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 plöpp. Sehr schön. So, die sind viel schneller, das heißt, die Hälfte von denen wird nur noch laufen. Was? Ja. Mittelmäßig ist. Ich brauche mehr Mauern. Tatsächlich haben wir noch genug Geschütztürme, weil ich noch nicht alle gesetzt habe. Oh, 74. Dann mit einmal 75. Das hier kann ich gleich wieder abreißen. Achso, das müssen wir auch noch setzen. Ich habe noch Granaten, sehr schön. Dafür sind Granaten auch super, weil ich werde natürlich meine Verteidigungslinie geradeweg ziehen. Ich mach keine Kreise um irgendwelche Wälder. Das heißt, dieser Wald muss weg. Granaten? Au. Ja, man muss vorsichtig sein. Wie ich vor ein, zwei Folgen meinte. Irgendwann müssen die eh weg, weil wir an die Kohle müssen. Ah, meine letzte Granate. Muss ich mir wieder Granaten holen? Naja, passiert. Ja, und das ist jetzt etwas, was so ein bisschen nervig ist. Leider. Ich glaube, dann mache ich hier den Cut zur Seite. Ja, dann sind wir auch weit genug nördlich. Und da brauchen wir hier noch einen Splitter, damit wir halt nach Norden auch absplitten können, die Munition- und Kohlelinie, die jetzt hier langlaufen wird. Und dafür brauche ich erstmal mal Eisen, um den Splitter bauen zu können. Ich weiß jetzt nicht, unglaublich aufregend, aber muss gemacht werden.
Wir forschen immer noch an Toren. Was lange dauert, weil wir nicht genug Eisen haben für Inserter. Das alte Lied. Da kommen wir dann auch bald hin, dass wir das Eisenvorkommen da oben abarbeiten. Ist ein bisschen schade, dass wir noch keine Züge haben, mit denen das dann deutlich eleganter geregelt wäre, wie wir das Eisen hier runterpacken. Also das Eisenerz müssen wir ja irgendwie hier runter schaffen. Wir haben nur Förderband. Deswegen werden wir dafür Förderband benutzen. Ich hätte dafür tatsächlich sehr gerne Züge benutzt. Es gibt nämlich später Züge im Spiel. Was so ein bisschen crazy klingt, aber es ist wirklich geil. So, dann setze ich hier mal einen hin. Nein, nicht die, sondern die. Ja, Tore, toll. Ich wollte gerade was machen. Logistics 2. Wir könnten natürlich anfangen, Züge zu erforschen. Schaffen wir das? Alleine mit Green Science können wir das tatsächlich machen. Aber Züge zu bauen und zu unterhalten kostet auch wahnsinnig viel Eisen und Stahl. Das heißt, das müssten wir die ganze Zeit machen, ohne unsere Stahlproduktion hochzurüsten. Ah, nee, das machen wir nicht. Gun Turret Damage. Wie war denn das mit dem Inserter-Bonus, damit die jetzt ein bisschen besser sind? Inserter. Stack Inserter und die schalten dann, glaube ich, Stack Inserter-Bonus frei. Dafür brauchen wir Öl. Okay, dann forschen wir mal langsam Öl. Brauchen wir sowieso irgendwann. Ich weiß, klingt nicht schön, aber wir werden irgendwann Öl brauchen. Der Stein muss weg. Der Stein ist weg. Diese Steine sind eigentlich nur nervig. Also man kriegt aus ihnen tatsächlich Steine raus, die man auch mit denen man craften kann. Aber komm schon. Jetzt müssen auch die gleich automatisch versorgt werden. Das ist super. Und dann fange ich von hier nach oben hin an zu bauen. Die ganzen Geschütztürme, die wir noch brauchen. So, und hier siehst du, hier könnten wir auch mal upgraden zu den besseren Öfen, wenn ich genug Stahl hätte. Mist. Naja, immerhin zwei. So, die müssten jetzt deutlich schneller laufen. Genau, doppelt so schnell tatsächlich. Strom ist noch genug da, weil wir nicht so viele neue Stromverbraucher gebaut haben, tatsächlich. Wir machen jetzt ja hauptsächlich upgraden von Brennöfen, die verbrauchen selber keinen Strom. Es gibt tatsächlich Stromöfen, also elektrische Öfen, aber die kommen erst ein bisschen später. Ich will mehr Geschütztürme. Wollen wir noch was? Eigentlich erstmal nicht. Achso, Stahl. Ich kann ja ein bisschen Stahl mitnehmen, dann kann ich den anderen auch noch upgraden. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Brauchen wir auch irgendwann wieder. Ah, wir werden wieder angegriffen und es gehen wieder Mauern kaputt. Ich hoffe, sie machen sie nicht komplett kaputt. Okay, das funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Machen wir hier mal die Ecke zu. Ist ja sonst, als wäre unser Hosen- und Stahl offen. Ist ja nicht so schön. Gehen wir mal hier hin. Irgendwann können wir diesen Bau dieser Mauer, dieses Mauermodells auch automatisieren. Ja, dann muss ich nur noch ein, zwei Klicks machen und dann geht es super, super schnell. Also ich muss sagen, es ist nervig, das zu bauen, diese Verteidigungsanlage, aber es ist halt super, super effektiv. Es tut halt genau das, was wir brauchen. Naja, das kann manchmal passieren. Es kann manchmal passieren, dass der Greifarm sich zuerst Munition nimmt, weil halt der Geschützturm nebenan Munition anfordert. Aber dann läuft dieser Burner-Inserter, die haben halt im Prinzip genug Energie-Intus, wenn man sie baut, um sich selbst mit Kohle zu versorgen. Aber wenn sie sich halt Munition schnappen, dann verlieren sie diese Energie halt und dann bleiben sie stehen. Und können sich halt auch nicht mehr mit Kohle versorgen. Was ein bisschen traurig ist und dann sitzen sie da einfach rum und können nichts machen. So, dann machen wir jetzt hier die Kurve.
Und dann haben wir bald unser Quiet abgesteckt. Eigentlich sind wir schon ver... Naja. Sind wir schon zur Hälfte fertig? Nicht ganz. Vielleicht zu einem Drittel. Nee. Also was weiß ich nicht, ob ich das off-camera machen soll, weil das echt nicht so spannend ist. Andererseits, naja, vielleicht passiert ja noch irgendwelcher cooler Shit zwischendurch. Ich habe noch mal Geschütztürme übrig. Die platziere ich auch erstmal. So. Jetzt habe ich keine Mauern mehr. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal noch mal einmal rum. Und platziere die Inserter. Ja, hier hat er sich jetzt Munition genommen. Ah, jetzt. Okay, es reicht für zwei Rohstoffe. Okay. Aber sie schnappen Sicherheit. Es ist besser, wenn sie sich erstmal Kohle schnappen. Der hat schon. Ah, da unten werden wir angegriffen. Kann sogar sein, dass sie noch keine Munition haben, da unten, die Türme. Was jetzt eklig werden könnte, weil sie was kaputt machen, womit die weiter. Ja, ich höre sie schon. Ich renn mal dahin. Ah, doch. Die hatten Munition. Hat nur ein bisschen länger gedauert. Okay. Gut, haben wir hingekriegt. Das hier steht alles, das ist schon mal schön. Dann brauchen wir jetzt mehr Mauern. Ich habe noch ein paar Steinblöcke. Und ich habe noch diese beiden Öfen, die ich upgraden kann. Steininput scheint erstmal zu reichen. Achso, Mauern. Jetzt habe ich vergessen, warum ich eigentlich hier war. Ich hole mir auch gleich neue Geschütztürme, weil das wird nicht reichen, was wir jetzt gerade in den Taschen haben. Ups, Verzeihung. So. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir tatsächlich, dass wir irgendwann die Produktion von Gun Turret sowieso automatisieren müssen, weil wir sie für Military Science Packs brauchen, glaube ich. Die sind relativ neu mit Version 0.15. Auch so riesig das Lager da. Das ist ein bisschen kleiner. Das könnten wir vielleicht irgendwann mal ausradieren. Also man kann diese Lager tatsächlich auch zerstören. Und dann spawnen halt keine Gegner mehr. Es werden aber auch halt von den Bytern irgendwann neue Basen gegründet. Also die bauen, also die stellen manchmal halt so eine Kolonisierungsparty zusammen, laufen in irgendeine Richtung und bauen dann eine neue Basis. Und so verbreiten die sich halt ganz langsam. Aber sie können halt nur eine neue Basis gründen, wenn sie nicht auf irgendwas stoßen, was uns gehört. Na, das würden sie dann nämlich versuchen anzugreifen. Oder wenn sie halt getötet werden, dann können sie auch keine neue Basis gründen, was irgendwie Sinn ergibt, oder? Ich weiß, ich bin jetzt nicht ganz präzise, aber ich habe auch keine Lust hier, die ganze Zeit pixelgenau zu arbeiten. Das Förderband schon wieder alle. Scheiße, echt? Wie viele waren das? 400? Ja, ich baue erstmal die Inserter. Kann ich ja trotzdem platzieren. Nehme ich ja in der Tasche einfach so. Ah, ich brauche doch wieder Granaten, ne? Ja, und ganz allmählich werden sich tatsächlich alle Türme ausreichend Munition schnappen. Es kann ein bisschen dauern, wenn ich zu schnell bin, dass... Ah, ich schnapp mir mal 100 Granaten. Warum nicht? Es kann natürlich passieren, dass, dass wir an einigen Stellen angegriffen werden, während noch nicht genug, Munition überall verteilt ist, aber das ist halt leider so einfach. Achso, Mauern wieder. Mauern sind auch alle. Ach ja, Mauern waren da unten. Wasser kann man natürlich schön als gute Hindernisse haben. Das ist übrigens eine nette Sache. Das erste Mal, dass ich Factorio durchgespielt habe, hatte ich praktisch auf einer Art Halbinsel, auf einer Landzunge im Prinzip gebaut. Oder war ich gespawnt. Und das bedeutet, dass mich die Biter nur aus einer Richtung angreifen konnten. Das war super easy, weil dadurch die Verteidigungsanlagen richtig, richtig klein waren. Und kaum Sachen nur benötigt haben, weil es gibt keine fliegenden Gegner. Wenn man Wasser irgendwie als natürliche Barriere nutzen kann, sollte man es definitiv tun. Weil man so viele Ressourcen und Zeit spart.
Natürlich fokussieren sich dann die Beiter so ein bisschen an anderen Stellen, weil sie werden halt irgendwie einen Weg zu dir suchen und wenn sie einen finden, dann werden sie den auf jeden Fall nehmen. Sie sind jetzt nicht so clever, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes unbedingt nehmen, sondern sie werden schon relativ kurzen Weg nehmen. Aber sie werden dafür auch wirklich große Umwege gehen. Dafür sind sie clever genug. Obwohl, ob das jetzt wirklich clever ist, einen wirklich großen Umweg zu gehen, nur um dann von den Verteidigungsanlagen geschreddert zu werden. Kann man so und so sehen. 1, 2, 3, dahin. Vielleicht mache ich die Folge auch einfach länger und wer, ja, jetzt, wen das jetzt nicht interessiert, der kann halt abschalten, weil ich werde jetzt nicht mehr machen, als ja einfach nur weiter meine Verteidigungsanlagen zu bauen. Ich weiß, super öde, aber was soll ich machen? Ich muss es irgendwann machen und das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Alle mit Strom, alle mit Energie versorgt und Munition und so, cool. Es fehlen wieder Mauern, aber ich kann mich ja schon mal hier durch den Wald fräsen. Wir könnten auch Granaten stärker erforschen, dann braucht man nämlich nur noch eine Granate, um einen Baum zu fällen. Na, kann ich jetzt einfach laufen? Ah ja, das geht, okay. Wenn man sie wirklich maximale Reichweite wirft, dann geht das tatsächlich. Und wenn ich so laufe, dann werden tatsächlich auch alle Bäume gekillt. Sterbt, Bäume! Ah, schöne Schneise. Dann sind wir ja schon beinahe fertig hier mit dieser Reihe. Hey, da sind ein paar Inserter. Schön. Das heißt, unsere Inserterkiste ist voll. Geschütztürme. 10. Ja, wie gesagt, dauert ewig. Und kostet wieder Ressourcen. Aber muss gemacht werden. Produktion von Strom. Das müssen wir irgendwann mal richtig schön machen. So dass es wieder ordentlich funktioniert. Also so, dass es auch ein gutes Verhältnis zwischen Boilern und Steam Engines ist. Und dass es halt auch ausreichend ist, sodass wir uns erstmal eine Weile lang nicht darum Sorgen machen müssen. Ansonsten brummt es ja gerade so ein bisschen. Also nebenbei forschen wir ein bisschen. Es könnte schneller sein, aber wir verbrauchen halt einfach gerade viel Eisen immer noch. Für Projekte. Er hat sich schon mal ein bisschen Munition aufgestaut. Das ist schon mal gut. Irgendwann wird halt auch das ganze Förderband mit der Munition voll sein. Und dann brauchen wir dafür auch nicht mehr so viel Eisen. Dann brauchen wir halt nur noch Eisen, um halt die gelegentlichen Angriffe abzuwehren. Praktisch so ein bisschen zu maintainen. Ich glaube, ich werde jetzt hier schon mal die Geschütztürme stellen. Das kann ich auch einfach machen. Und Mauer fülle ich dann später auf, wenn ich sie habe. Weil Mauer ziehen geht ja wirklich schnell. Mauer abreißen dauert tatsächlich ziemlich lange, was... aber da gibt es auch später Möglichkeiten, mit denen wir das sehr, sehr schnell machen können. Tap, 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 tap. Und ja, ich verlege hier überall Förderband. Aber so ist das halt in Factorio. Förderband ist alle. Puppi. Aber jetzt wirkt unsere Fabrik auch viel größer auf der Karte. Und natürlich ist es unglaublich groß, wie wichtig, wie groß man auf der Karte wirkt. Das ist das A und O eines jeden zweiten Spiels. So, jetzt können wir die stellen. Ups, brauche nur einen. Oil Processing ist gleich fertig erforscht, das ist schön. Yay! Ich wollte zu... Flammenwerfer. Dafür brauchen wir aber wirklich Öl. Was wollte ich denn erforschen? Ich glaube, ich wollte bessere ins... Genau, ich wollte Stack-Inserter erforschen. Wahrscheinlich braucht man dafür... man braucht dafür Advanced Circuits und die brauchen Plastik. Richtig. Das heißt, wir erforschen mal Plastics.
Ja, wir werden irgendwann Plastik erforschen müssen. Eigentlich forsche ich jetzt nur in die Richtung, um halt irgendwann diese, den Stack Insert, nee, den, ja, den Inserter-Bonus, sodass auch die normalen Inserter zwei Rohstoffe aufnehmen können, um das halt zu erreichen. Nur deswegen erforsche ich das gerade. Und weil wir halt irgendwas erforschen müssen. Achso, ich werde das Förderband hier runterziehen müssen, ne? Na, ich benutze jetzt halt das Wasser als natürliche Wand. Aber das Förderband mit Munition und Kohle muss natürlich weitergezogen werden. Bis dahin, wo wir halt unsere Mauer wieder anfangen. Sodass halt wir zwischen diesem See und dem größeren See. Meere gibt es nicht wirklich, alles sind eher so Seen, aber sie können halt wirklich groß sein. So ab hier. So, da. Ist auch die nördlichste, die südlichste Spitze hier. Machen wir es mal ab hier. Bauen wir mal so. Könnte gut sein, dass die draufgehen, weil die jetzt noch keine Munition haben. Obwohl wir von Süden ja noch nicht angegriffen wurden, oder? Ah, wir werden irgendwo angegriffen, da hinten. Ja, das war ziemlich stark. Die machen die Mauern tatsächlich kaputt. Da müssen wir mal ein bisschen stärkere Verteidigung investieren. Kann man wieder durchfräsen. Oh, hier steht ja schon einer meiner Türme. Stimmt ja. Die können wir auch mal wieder einsammeln. Und dann habe ich tatsächlich schon... Oh, mehr Türme brauche ich eigentlich erstmal nicht, ne? Aber schon fast genug. Na. So. Oh, noch 3, 4. Dann ist das fertig. Sehr schön. Brauchen wir noch einen Haufen Transportband und einen Haufen Mauern und einen Burner-Inserter. Habe ich, glaube ich, sogar fast genug. Ah, Transportband. Das wird nicht reichen. Düpp, 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 düpp. 9. Ja, das sollte reichen. Die Kiste kann er trotzdem erstmal voll knallen, weil irgendwann werden wir sie brauchen. So, gucken wir mal, was ist hier kaputt gegangen? Irgendwo war doch hier ein Angriff. So dunkel. Geht so. Müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen stärkere Waffen. Ich könnte ja noch einen hinstellen, wenn sie jetzt wirklich häufiger hier angreifen. So. Hier noch einen. Ich habe es ja auch zum Teil nur so dünn gebaut, einfach weil ich zu faul bin. Ah, den können wir noch abreißen. Yay! So gesehen hätte ich den auch stehen können, falls die Beiter doch irgendwann mal durchbrechen. So, da oben müssen wir die Mauer durchziehen, da müssen wir dann auch das Förderband runterziehen und dann müssen wir hier noch beides langziehen. An sich ist es auch wirklich nur so Perimeterverteidigung, falls irgendwann mal irgendwo weiter anfangen anzugreifen. Wenn sie irgendwann wirklich drohen durchzubrechen, weil sie, ihre Angriffe stärker werden, dann müssen wir halt da verstärken. Aber dann brechen sie zumindest beim ersten Angriff hoffentlich nicht durch. Das ist halt immer so nervig, wenn man die teuren inneren Anlagen ersetzen muss. Ah, hier fehlt ein bisschen... Der hat es nicht hingekriegt, sich selbst zu befüllen. Ja, das ist halt wirklich das Nervigste, wenn man jetzt irgendwelche teuren Fabriken verliert und die dann ersetzen muss, weil das ist halt teuer. Ne, wenn du hier, keine Ahnung, 5 Ölraffinerien oder so, die wir noch nicht bauen können, wenn man die dann verliert, das ist nervig. Das ist einfach nur wahnsinnig nervig, weil die zu bauen, willst du eigentlich nicht machen. Haben wir noch einen Splitter?
müssen das Förderband durchziehen, dann sind wir ja fast fertig. Mauern kann ich dann später mal ziehen, vielleicht. Irgendwann mal in ein, zwei Stunden wieder vorbeischauen und gucken, wie viele Mauern dann jetzt da sind. Scheiße, fehlt immer noch was. Ja, und irgendwann müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir die Viecher am besten angreifen. Weil wir können uns ja nicht ewig verkriechen. Also wir können uns schon ziemlich lange verkriechen. Das geht schon. Aber es ist ja kein Zustand, die ganze Zeit immer wieder angegriffen zu werden. An sich, wenn man sich wirklich auf diese Verteidigungstechnik spezialisiert und wirklich viel in die Forschung steckt, dann kann man wirklich viele Beiter-Lieder machen mit ein, zwei Türmen. Aber ja, irgendwann müssen wir expandieren, einfach schon um neue Rohstoffquellen freizuschalten, also zu befreien und dann zu nutzen. So, es fehlt noch ein bisschen Transport Belt, es fehlt noch haufenweise, es fehlt noch eine ganze Ecke Transport Belt, weil ich das da oben nie angeschlossen habe. Clever, clever. Aber ich glaube, ich mache das jetzt hier noch schnell fertig und dann machen wir erstmal Pause. Folgenpause. Und dann erstmal ein Cut, 142. Also Transport Belt wird schnell gebaut, aber wie gesagt, ich verbrauche das halt wie Wasser. Keine Ahnung. Wir verbrauchen wahrscheinlich sogar ziemlich viel Wasser, ne? Inzwischen, mit den Öfen, mit dem Generator. Mit dem Kohlekraftwerk. Es wird schon ganz schön ordentlich Wasser zu zählen. So. Dann sind die erstmal versorgt. Also die haben jetzt wenigstens die Chance, Kohle und Munition zu bekommen. So, dann sind wir wieder hier. Dann hat sich der Kreis geschlossen. darum werden wir angegriffen, aber es wurde nichts beschädigt. Also, die Mahnungen funktionieren so. Gelbes Ausrufezeichen, deine Türme greifen etwas an. Rotes Ausrufezeichen, etwas wurde beschädigt. Rotes Explosionszeichen, etwas wurde zerstört. Ziemlich easy eigentlich. Gelbe Ausrufezeichen sind an sich in Ordnung, weil es nur heißt, ja, deine Türme schießen gerade weiter platt. Hey, damit kann ich leben. Ja, das war es erstmal für diese Folge. Es war jetzt nicht unglaublich aufregend, aber es war nötig. Ich hoffe, nächste Folge können wir einen Außenposten hier oben bei dem vielen Eisenerz bauen. Und dann das Eisenerz auch fett ausbeuten. Es wird echt lustig, weil die Beiterbasen echt sehr, sehr, sehr nah dran sind. Wir haben wirklich wenig Eisenerz in der Nähe. Das ist mickrig. Also das ist ganz gut, 1,2 Millionen Eisenerz. Das ist ganz gut. Aber guckt euch das an. Das ist doch niedlich. Das ist Stein. Das ist auch Stein. Und das ist gar kein Eisenerz. Da ist wieder Eisenerz unter Kupfererz gespawnt. Hier ist noch ein bisschen Eisenerz. Das könnte aber auch mehr sein. Wir wissen einfach noch nicht genau, was da alles ist. Aber unser Anfangsplot war echt zu wenig. Na gut. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Auf jeden Fall einen schönen Tag noch.